Hallo Freunde, hier ist wieder euer Pokémax und wir öffnen heute wieder ein paar Booster, silberne Sturmwinde. Und zwar habe ich hier noch einmal eine wunderschöne Top-Trainer-Box und nochmal zwei von diesen Dreier-Blistern. Ja, wir schnacken ja nicht lange und gehen rein in den Lachs. So meine Freunde, ich habe jetzt alles befreit. Wir haben hier wieder mal einen ganzen Batzen Booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Booster in der Zahl. Die öffnen wir jetzt. Und ob wir was ziehen, werden wir jetzt herausfinden. So, wir fangen an mit dem ersten Booster, meine Freunde. First Pack Magic, maybe. Wir werden sehen. Wir gehen hier rein mit einer Feuerenergie. Leider einer Wasserenergie, aber ist auch gut. Schauen wir mal. Altaria, Darktignis, Fandra, Weberak, Tanel, Libunkel, Monozyto, Zubat, Haspirohr und let's go! Skunktank V in der Full Art! Es geht gut los! Es geht richtig gut los! Oh, die ist ja geil. Die habe ich auch noch nicht gezogen. Die ist wunderschön. Die ist wunderschön. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Nimm ich so mit. First Pack Magic hat wieder reingelötet. Weiter geht's hier mit Regileki. Und ob wir was ziehen, hängt jetzt von der Karte ab, die wir callen. Ich sage, eine Faustkarte. Hey, ich hatte recht, wie geil. So, werden wir sehen, ob eine Trainergaleriekarte drin ist oder was Größeres. Landhorn, Flunschlick, Togedemaru, Ziau, Farbigel, Flammiau. Oh, eine Shiny! Eine Shiny ist auch geil, die hat mir noch gefehlt. Fruyal, strahlendes Fruyal. Oh, die ist schön, die hat mir auch noch gefehlt tatsächlich. Denn da wäre ein Klick, die Klack. Egal. Das Fruyal nehme ich gerne mit. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Da freue ich mich. Da lacht das Shiny, das Sammlerherz. Über diese wunderschöne Fruyal. Second Pack Magic. Ja, läuft bis jetzt geschmeidig, würde ich sagen. Bis jetzt schmeckt es ganz gut. Und ob wir hier noch Lugia ziehen, das wäre einfach zu wild. Lugia wäre wild. Und eine Trainerkarte wäre auch wild. Aber erstmal hier die Psychoenergie. Stahlenergie. Und hier haben wir nochmal die Arena-Trainer. Kyrlia, Mizuna, Resladero, Hieronymus, Vulpix, Traumato, Fukano und Dartini normal. Und dein Gardevoir. Schade. Ein Reverse Holo Dartini. Dratini, nicht Dartini. Jetzt gehen wir hier rein mit einem Regi Drago, meine Freunde. Ein Regi Drago wird uns den Weg weisen zum Himmel und zu den Silberschwingen mit einer Feuerenergie. Jetzt kommt natürlich die Psychoenergie, das war ja so klar. Ein Landhorn, unbekanntes Fossil. Arnestro, Pygraulon, Tarnpignon, Sankabu, Relikant, Resladero und ein wunderschönes Reverse Vulnona. Und dann haben wir ein Serra Aura. Okay. Die Vulnona-Karte ist aber mega schön. Und dementsprechend nehme ich die auch gerne so mit. Ich habe ja ein Bein damit. Allen möglichen Reverse-Karten. Der auch schon platzt eigentlich. Vor Glück. So. Hier haben wir nochmal ein Traunfugil. Aber, meine Freunde. Gehen natürlich rein mit einer Kampfenergie. Jetzt kommt die Feuer. Okay, ein Dragonier, ein Omot, Vasili, Traunfugil, Valmer, Kramux, Emolga, Mediti und Meditalis. Die Weiterentwicklung natürlich in einem Pack. Denn da haben wir einen Hauch von Phoenixes. Jetzt gehen wir rein mit dem Big Boy der Boys. Lugia,
Lugia, Lugia. Ich suche dich noch als normale V-Karte und ich möchte dich gerne ziehen. Als Altart haben wir dich schon gezogen, also die silberne Sturmwinde haben wir ja durchgespielt. Und jetzt wäre es Zeit, wenn der silberne Boy der Stahlenergie, Kampfenergie natürlich, trotzdem zu uns mit den Silberflügeln schwingt. Humanoid, Golbat, die Kimono-Trägerin, Hieronymus, Vulpix, Traumato, Fukano, und Fugil again, Dragoni Reverse und ein Diamond. Ursa Luna V, was auch richtig, richtig schön aussieht. Wie es hier durch den Schnee wartet, das sieht schon, oder durchs Wasser. Das sieht geil aus und ist auch eine Karte, die ich noch nicht in der Sammlung habe. Dementsprechend nehme ich diese Karte sehr, sehr gerne so mit. Das schmeckt. Das schmeckt. Das schmeckt. So. Nächste Pack. Alola. Vulpix. Bring uns Glück und verbrülle nicht die Hits. In diesem Falle gehen wir rein mit einer Unlichtenergie. Elektroenergie. Rossana. Der gute Brian. 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 Keine Ahnung. Altaria. Fermicula. Trasla. Dartiri und Dratini könnten vom Namen her Zwillinge sein. Sind es aber nicht. Ein Klick. Let's go! Da ist sie! Trainergalerie V-Max! Logok! Geil! Geil, geil, geil! Die hab ich auch noch nicht. Und guckt die euch an. Ist die Wunder, Wunder, Wunder! Schön! Double Trouble in the House. Naja, fast. Ist die Wunder geil. Schön. Oh, sprachlos. Alter Schwede, die ist ja mal richtig, richtig nice. Da haben wir sie, die Trainergalerie-Karte. Ich freue mich da richtig. Aber was ist denn da mitten dran passiert? Guck mal, hier ist ganz schön big. Hat Logok wohl den Frame zertreten hier. Kann man mal machen. Böser Logok. Aber geile Karte, geile Karte. Das sind die Karten, die ich will. Ne? Trainergalerie-Karten. Schmecken. Die schmecken sehr, sehr gut. Und ist dementsprechend bis jetzt mein geilster Hit aus dem Opening. So, vielleicht sehen wir noch was. Nur mit einer Wasserenergie. Unlichtenergie. Alright. Dartignes. Fandra. Lanturn. Trasla. Dartiri. Dratini again. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Flunschlick. Let's go! Es ist ein Zeichen! Eine Trainergalerie-Karte ist das! Eine Gold-Duraludon V-Max-Karte! Wow! Das war ein Zeichen! Das ist heute ein Opening, meine Freunde! Eigentlich können wir schon wieder aufhören. Das reicht, das reicht, das reicht. Ist das geil! Oh, der schöne goldene Wolkenkratzer! Sehr, sehr geil! Dementsprechend werden wir jetzt keine Hits mehr ziehen, weil wir jetzt alles gepullt haben, was wir pullen können. Kappa. So, wir machen weiter mit Regidrago. Und maybe ziehen wir noch was, wenn wir nichts mehr ziehen sollten in den Packs, die wir noch haben. Wir haben noch 1, 2, 3. Huch, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packs. 6 Packs haben wir noch. Wenn wir da jetzt nichts mehr ziehen sollten, bin ich damit absolut fein, weil wir zwei richtig schöne Karten gezogen haben. Aber so eine Trainergalerie-Karte geht natürlich immer. Dementsprechend kann jetzt hier, na, bei der Wasserenergie, ich hab's ja gecallt, gerne nochmal eine Trainergalerie-Karte kommen. Die denn auch richtig süßes Artwork. Rutena, Garstella, Traunfugil, Wablu, Flauschling, Rotom. Sehr geil! Ein strahlendes Simsalab. Ey, wir haben zwei Strahlen rausgezogen. Fruyal und das Simsala. Und hier haben wir ein Fione. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Nice, nice, nice. Das gefällt mir sehr gut. Kannst du gerne erzählen, weil hier schon wieder abgeht. Und ich liebe das strahlende Simsala, ne? Oder das ganze Artwork, wie es da sitzt, so mit den Löffeln. Das ist schon eine schöne Karte. Schon eine schöne Karte. Let's go. Let's go. Die Hits sprechen für sich. Die Hits sprechen für sich.
Und wir haben noch ein paar Booster. Und wir haben noch ein paar Booster. Achso, der Trick. Natürlich, hätte ich fast vergessen. Weil wir jetzt eine Kampfenergie haben. Okay, doch nur eine Unlichtenergie. So. Amorit, Xiaogong, Ponita, Blutzuck, Trassler, Pandir, Pikachu und die Gang, Flapdrix und Terrakium. Okay, eine Holo muss natürlich mit bei sein. Denn ihr wisst's, wer die Holo nicht ehrt, ist die Faustar bzw. die Big Banger nicht wert. So, wir machen weiter. Wen haben wir denn jetzt überhaupt hier? Ach ja, wieder Vulpix. Alright. Alrighty right. Ich habe gehört, hier ist noch eine Trainergalerie-Karte drin. Weil jetzt eine Wasser... Oh, schon wieder und nicht. Raichu, sehr geiles Artwork. Ich habe gehört, hier ist eine Trainergalerie-Karte drin. Das call ich jetzt einfach so, weil ich Bock hab. Weil ich Bock hab. Und Redikan hat auch Bock. Resladero natürlich auch. Und schade. Anestro und Milotic. Schade, keine Trainergalerie-Karte. Aber wir haben auch schon eine richtig geile gezogen. So, die letzten drei Packs. Regi-Legi. Ich spüre die Elektrizität hier drin. Hier drin ist auch definitiv eine Elektroenergiekarte. Okay, oder eine Faustar. Urzeitlicher Altar. Dedenne. Mutena. Lilmelip. Pikachu. Fukano. Klick. Weimar. Galoppa. Eine richtig schöne Karte. Und Traummagie. Okay. Wir haben noch zwei Packs. Friends. Wir haben noch zwei Packs. Ob wir was ziehen, steht in den Sternen. Aber ich hoffe, das wäre dann ein schöner Abschluss zu einem geilen Opening. Elektroenergie. Zwei Leute. Wulnona. Lepumentas. Resladero. Togedemaru. Lilmelip. Pikachu and the Gang. And the Gang. Und die Gang. Und Milotic Reverse und ein Viridium. Okay, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Last Pack, Magic, Regidrago, die Macht des Drachen. Ob er auch die Macht hat, uns einen Hit zu bescheren in der Last Pack Magic. Wir werden es sehen. Wir gehen rein mit einer Feuerenergie. Pflanze, stimmt, Pflanze gab's auch noch. Und einen Schlappohr. Einen Quartettstern, Stein, Huch, regenerative Energie, regenerative, okay. Mediti, Fermicula, Trassler, Dartiri, Tratini, das war heute ein Zeichen. Diese Paarung war heute ein Zeichen. Dementsprechend befindet sich hier drinne ein Argoszeller, aber dann das noch ein Hit. Arctos, Polo, alright. Friends, das war's für heute. Es war ein richtig saftiges Opening mit coolen Hits. Ja, wir haben hier dieses wunderschöne Logo gezogen. Ursaluna, zwei strahlende haben wir hier rausgepult. Eine Goldkarte und die Full Art. Ja, und zwei Holos, by the way. Und zwei Holos. Ja, ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, zeigt mal mit einem Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jo, ich melde mich ab. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ein Video rauskommt. Ja, macht's gut, Nachbars. Ich melde mich ab und sag ciao.